Ja, der alte Spruch, Handwerk hat goldenen Boden, galt früher und gilt heute mehr denn je. Viele junge Menschen wissen nicht, welche Chancen das Handwerk bietet. Gerade im Beruf des Mechatronikers für Kältetechnik gibt es sehr viele spannende, interessante Aufgaben von der Kühlung, von der Klimatisierung in vielen Lebensbereichen und bietet nicht mehr dieses Blaumann-Image, sondern Hightech, Digitalisierung und ist eine interessante Alternative zum Studium für viele junge Menschen. Nach meinem Abitur habe ich ein bisschen gejobbt gehabt, weil man ein bisschen Zwischenraum zwischen Abitur und dann eventuellen weiteren Möglichkeiten hat. Und dadurch habe ich mich dann halt so ein bisschen ins Handwerkliche verliebt, so, weil ich bei meinem Onkel in der Firma gearbeitet habe. Mein Vater hat vor 30 Jahren hier schon den Meister gemacht und durch Weiterbildungslehrgänge war ich schon hier in Frankfurt. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, den Meister hier an der Bundesfachschule zu machen. Ich würde sagen, das hat überhaupt nichts damit zu tun, ob Frau oder Mann. Solange einem das Handwerk Spaß macht, kann man als Frau genauso erfolgreich sein. Und genau, das Wichtigste ist einfach, dass man Spaß an der Sache hat. Jungen Leuten würde ich am besten empfehlen, nach dem Abitur oder nach der Realschulzeit auf jeden Fall ins Handwerk zu gehen, weil es auch nochmal eine kleine Orientierungsphase ist. Man kann dann mal gucken, wo liegen meine Fähigkeiten, was kann ich, wo will ich vielleicht auch hin. Wenn man natürlich dann eine handwerkliche Ausbildung hat, dann hat man natürlich diese Grundlagen und das ist eigentlich der beste Start für ein gutes Studium. Wir haben das Glück, dass die Betriebe im Innungsbezirk Hessen-Thüringen-Baden-Württemberg sehr gute Nachwuchsarbeit leisten und viele Lehrlinge finden. Wir haben seit 2007 steigende Lehrlingszahlen, aber nichtsdestotrotz brauchen die Betriebe mehr Personal für die Facharbeit und deswegen ist dieser Beruf sehr, sehr gefragt. Wir haben sehr viele offene Stellen und deshalb bietet sich auch gerade für junge Menschen dort eine gute Chance, in dieses Gewerk Mechatroniker für Kältetechnik einzusteigen.